FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Die FCB News heute von einem ganz außergewöhnlichen Ort in München, Riem. Käferalm heißt dieser Ort. Der Grund ganz klar, die Weihnachtsfeier des FC Bayern München, die offizielle Weihnachtsfeier für die Spieler und für den engsten Freundeskreis. Eigentlich eine Veranstaltung, da sind Kameras off limit. Wir wollen heute mal eine kleine Ausnahme machen für FCB News und FCB TV. Dürfen wir mal kurz reinschauen. Bevor wir aber reingehen zu dieser Weihnachtsfeier, ein kurzes Gespräch mit dem scheidenden Vorstand Karl Hopfner. Herr Hopfner, wie ist denn so das weihnachtliche Gefühl nach dem 1:1 gegen Mönchengladbach? Ach, man darf nicht das 1-1 sehen. Das war sicherlich, wenn man die Torchancen sieht und die Eckbälle sieht, dann muss man sagen, vielleicht hätte man auch gewinnen können. Aber ich glaube, man muss mit dem Jahr zufrieden sein. Auch wenn uns immer noch das erste Halbjahr ein bisschen nachhängt, dann ist es aber jetzt im zweiten Halbjahr, sprich in der Saison 12-13 in der Bundesliga höchst zufriedenstellend. Wir sind im Pokal. Ich hoffe, wir können am Dienstag dann den nächsten Schritt schaffen. Und in der Champions League sind wir Gruppensieger, also es ist ein gutes Jahr. Eine sehr gelassene Analyse von Ihnen. Wie ist es eigentlich, wenn Sie während des Spiels, während der 90 Minuten auf der Tribüne sitzen, wenn Sie sehen zum Beispiel gegen Gladbach, wir haben Chancen, die Dinger wollen einfach nicht reingehen. Fiebern Sie da mit wie so ein richtiger Fan oder sind Sie da auch der Karl Hopfner aus dem Vorstand? Nee, da bin ich weder Karl Hopfner noch Vorstand, sondern da bin ich ganz normaler Anhänger und ganz normaler Fan. Man schimpft auch, man schimpft mit dem Schiedsrichter, man schimpft mit den eigenen Spielern. Man steht auf, man jubelt, man ist zu tief, zu Tode betrübt. Da kommt alles zusammen, das sind die Emotionen. Ich glaube, genau das macht Fußball aus. Ich glaube, sonst könnte man einen Job, wie Sie ihn über 20, 30 Jahre gemacht haben, auch nicht durchstehen. Herr Hopfner, ich habe Ihnen eine ähnliche Frage schon mal gestellt, vor einigen Wochen in Valencia. Jetzt haben wir hier das letzte Weihnachtsfest mit dem FC Bayern München für Sie als Vorstand. Ist da ein bisschen Wehmut dabei? Nee, überhaupt nicht. Es war ja mein eigener Wunsch, zu sagen, es ist Schluss jetzt, ich höre auf als Vorstand. Habe ich bereit erklärt, als Vizepräsident zu kandidieren, wurde ja auch gewählt als erster Vizepräsident und darf jetzt mit Uli Hoeneß und mit Rudolf Schiels zusammenarbeiten, im Ehrenamt dann und habe vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Also da ist kein Wehmut dabei, sondern man blickt wirklich auf eine stolze Zeit zurück. Aber man freut sich auch, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird und man drückt die Daumen für alles, dass es gut weitergeht. Jetzt freuen Sie sich wahrscheinlich auf die nächsten Stunden hier, die Weihnachtsfeier mit den Spielern. Können Sie uns verraten, was da auf dem Programm steht oder lassen Sie sich vielleicht selbst überraschen? Ich würde sagen, dann lasse ich mich mal selbst überraschen. Wir haben es zwar, Karl-Heinz Rummenigge, Andi Jung und ich haben es zwar besprochen, aber den Hut hat hier ganz klar Andreas Jung auf, unser Vorstandsmitglied. Und ich lasse mich überraschen, also vollkommen frei. Und ausnahmsweise dürfen wir die Fans bzw. die FCB-TV-Kunden mal mitnehmen, kurz reinschauen. Machen Sie uns die Tür auf? Klar, ihr könnt mal reinschauen, ihr macht die Tür auf. Und anschließend wollen wir dann privat und familiär, so wie wir es gewohnt sind, feiern. Danke, schöne Feier. Okay, danke. Liebe Bayern, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, willkommen heißen zur Weihnachtsfeier des FC Bayern München in diesem so ereignisreichen Jahr 2012. Es gibt mit Sicherheit einiges zu besprechen heute Abend. Ich möchte unserem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge jetzt nicht vorweggreifen, der nach der ersten Vorspeise zu uns sprechen wird. Ich darf Ihnen nur sagen, schön, dass Sie alle gekommen sind in diesem wunderbaren Ambiente. Haben Sie bitte einen schönen Abend, es ist alles perfekt vorbereitet. Herzlich willkommen zur Weihnachtsfeier des FC Bayern. Frohe Weihnachten. Hier ist er also, der versprochene geheime Blick mitten rein in die Weihnachtsfeier des FC Bayern München. Stefan Lehmann, der ja auch in der Allianz Arena der Sprecher des FC Bayern München ist, hat die ca. 280 geladenen Gäste gerade begrüßt. Man unterhält sich schon prima, gerade wurde auch die Vorspeise serviert. Und natürlich, Sie haben es gehört zu Beginn von Karl Hopfner, es steht der ein oder andere Programmpunkt hier auch auf dem weihnachtlichen Programm. Die ein oder andere Rede und natürlich auch Show-Einlagen. Ich schlage vor, wir verfolgen das für Sie mit unseren Kameras und ich melde mich dann am Ende der Veranstaltung noch einmal wieder. Viel Spaß! Wir alle haben, denke ich, dafür gesorgt, dass wir jetzt hier ein Weihnachten haben in diesem wunderschönen Ambiente, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Wir können sehr zufrieden sein, weil der Blick auf die Tabelle, auch wenn Leverkusen heute Nachmittag gewonnen hat, uns doch nach wie vor
sehr optimistisch in die Zukunft schauen lässt. Wir haben 9 Punkte auf Leverkusen. Schalke, habe ich gerade gehört, verliert 3-1. Also schauen wir mal, wie morgen der BVB in Hoffenheim spielt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir die Voraussetzungen geschaffen haben, nach 2 Jahren ohne Titel, nach einem Jahr im letzten Sommer, dass wir ganz einfach jetzt wieder Titel gewinnen müssen. Jetzt für euch, für Sie, auf unserer Weihnachtsfeier, nice to have you here. Wir freuen uns wahnsinnig. Marlon Roulette! Now I know you guys can sing. I know you guys can sing. Okay. So now you hear you sing well. Hear you sing well. Marlon Roulette, der Stargast bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern München. Ein Wahnsinn, eine Wahnsinnsstimmung. Sie haben ein bisschen davon mitbekommen. Eine etwas längere Version dieser News-Ausgabe gibt es übrigens bei FCB-TV zu sehen. Am Ende der News dann auch noch die ein oder andere sportliche Nachricht, zum Beispiel von den Frauen. Die haben sich nämlich für das Halbfinale im DFB-Pokal qualifiziert. 5-1 in Hoffenheim gewonnen. Woman of the Match war dabei die Amerikanerin Sarah Hagen. 4 Treffer hat sie allein erzielt. Auch von der A-Jugend gibt es gute Nachrichten. Die A-Junioren haben nämlich 4-2 in Freiburg gewonnen und das bedeutet, man überwintert in der Tabelle der Bundesliga Süd-Südwest auf Platz 1 vor dem VfB Stuttgart. Und zu guter Letzt dann noch die Nachricht von den Basketballern. Auch die haben den deutlichen Aufwärtstrend weiter gehalten. 107-80, ihr Heimsieg gegen Tübingen. Das war's, die News, die weihnachtlichen News, kommen Sie bitte durch. Die weihnachtlichen News bei fcb.de und fcb.tv. Zum Abschluss noch hier ein Bild auf den Schlitten. Rekordmeisterschlitten, den gab's oder gibt es für jeden Gast, der heute hier das Vergnügen hatte, dabei zu sein bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern München. Sie bekommen den Schlitten zwar nicht, aber Sie hatten das Vergnügen, mal reinschauen zu dürfen. Das war übrigens zum ersten Mal der Fall, dass da Bilder davon gezeigt werden und das ausschließlich bei fcb.de, fcb.tv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.